So, Tag Leute, herzlich willkommen bei einer weiteren Aufnahme-Session bei Twitch. Ich muss mal kurz meine Kabel sortieren. Herzlich willkommen bei Dark Souls 3. Ne, ich lasse den einen Kopfhörer draußen. Da höre ich mich nämlich besser. So, wir sind im DLC. Ihr seht, bin hier am Bonfeuer gelandet und habe gerade meine Seelen auf dem Boden liegen lassen müssen, denn die Eulen Wölfe, die haben mich ein bisschen gestresst. Aber das soll jetzt nicht weiter wild sein, denn ich habe hier wirklich alles durchkämmt, habe hier alles erkundet. Diese ganze Armada an Rittern, die mich werde mich mal schön diesen Wölfen jetzt frönen. So, war das denn hier? Ja. So schnell kommt man hier nämlich hin, wenn man einfach mal alle Gegner irgendwie links liegen lässt. Alter, halt mal den Schild jetzt. Die Lady. So, ist ja jetzt nicht so optimal gelaufen. Na gut. So, und ihr kleinen Dreckspisser. Muss meine Seele eigentlich noch holen, oder? Das ist nämlich gar nicht so wenig. Ich höre Schritte. Ja, was ist das eigentlich? Ich hab das Schild oben, der macht so Damage, Alter. Oh. Okay. Wow. Ja, fall mal runter. One item for me. So. Anhängerfackel. Das scheinen ja also irgendwie die Anhänger zu sein. So, okay. Die süßen Wauwaus, ja. Ja, schon irgendwie. Aber wenn die mir an den Kragen wollen, dann muss ich der halt, muss ich mich wehren. Ja, wir haben Ende der letzten Folge ein bisschen über Karaoke geredet. Sieht man das noch im Chat bei YouTube? Nee, sieht man nicht mehr. Auf jeden Fall was man mal wieder machen könnte, ist mir mal so irgendwie so klar geworden. Ist, glaube ich, ganz witzig. Kann man mal so sagen. Können wir mal hier so Kältekügelchen reinmachen? Das brauchen wir bestimmt noch. Ah nee, das ist Magieschadensminderung. Dunkelschaden, Blitzschaden und Feuer. Okay, gut. Was sollte ich jetzt machen? Ja, könnt ihr auf jeden Fall mal, wenn ihr Bock habt, als Kommentar schreiben. Ob ihr auch schon mal Karaoke gemacht habt, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt und ob das wirklich immer so witzig ist, wie man so gerade in vielen asiatischen Serien so sieht, weil da ist das ja mega beliebt. Asien, Japan und so, da ist das ja ein Riesending. Aber ich glaube, mit dem gesunden Pegel an Alkohol, glaube ich, macht das jedem Spaß. Ja, wer hat es nicht gemacht? Stimmt schon. Wie gesagt, ich habe es auch einmal gemacht, aber ich gebe ich offen zu, war ich mir selber zu peinlich. Also ich wusste, dass ich halt dann irgendwie nicht gut darin bin, obwohl es ja nicht darum geht, gut zu sein. Aber trotzdem war es, nee, ist mir irgendwie zu awkward und zu peinlich. Okay. Jetzt haut er seinen Hammer raus. Ist ja Hammer. Sollte mich vielleicht schnell heilen. Und schau. Sehr gut. Leute, ich habe gleich wieder ein Löffel. Ein Löffel habe ich voll. Ein Löffel. Ein Löffel für dich. Ein Löffel für mich. Ich habe gleich ein Level wieder voll. So, und eine neue Waffe, die ich auch wieder nicht nutzen kann. Warum sollte ich auch? Ich habe keine Stärke. Außer meiner Kartoffel. Keine Ahnung, ich kann sie eh nicht nutzen. Ist mir wurscht.
Twitch Sings mit einer Freundin zusammen aufgemacht. Ach, krass, okay, geil. Die brauchen dann so ein Buzzer-Emote wie meine Voice. Okay. Stimmt. Ob man weiterkommt oder nicht. Ja, war kacke, war geil. Auf der PS2. Genau, das war nämlich auch so die Zeit, wo ich das halt damals gemacht habe. Mit Karaoke. SingStar hier, da gab es ja 30 Milliarden Versionen. SingStar irgendwie Pop, SingStar Deutsch, Rock oder ach, weiß der Deibel, was da alles gab. Das war richtig cool. Das habe ich auch mit Sache da recht gern gespielt. Ja. Okay, das ist mies hier. Alter, ich wirklich, ich hätte also nicht gedacht, dass ich das jetzt packe. Krass. PlayStation 2 war sowieso mega geil. Also das war echt eine ikonische Zeit irgendwie, auch für viele so. Und ich habe mal gehört, dass die PlayStation 2 zu dem Zeitpunkt gar nicht mal so gut war. Also die war wohl im Gegensatz zu anderen Konsolen, zum Beispiel auch irgendwie auch von Nintendo und so, war die eigentlich voll so unter den Möglichkeiten. Also die waren technisch schon viel weiter eigentlich. Warum habe ich jetzt Schaden? Und trotzdem ist es ja irgendwie die meistverkaufteste Spielekonsole der Welt. Das ist auch so ein bisschen, warum ich mir halt eine PS4 gekauft habe. Ich meine, das war damals jetzt nicht der Hauptgrund. Krass, dass das sein Schild etwas durchbrochen hat. Wie gesagt, das war damals, glaube ich, nicht der Hauptgrund, sich sowas zu kaufen. Aber ich habe mich jetzt, bin eigentlich ein Xbox-Fan, habe mich dann trotzdem für die PS4 entschieden, weil es eben heutzutage so geile Exklusivtitel gibt. Und ich glaube, damals war das irgendwie halt gut massentauglich, ne? Und dann hatten das halt viele gehabt, ja. Und wenn dein Kumpel eine PlayStation hat, wenn du mit dem zocken willst, dann holst du dir halt auch eine PlayStation. Und ich glaube, so kam das irgendwie. Und gab halt auch viele legendäre Spiele, ne? Tony Hawk, Pro Skater und so. Dragon Ball, Budokai Tenkaichi und. Das waren ja für mich persönlich halt Riesentitel damals gewesen. Und ich glaube für viele andere auch, gerade so Tony Hawk und sowas. Oder Metal Gear und sowas. Das waren ja wirklich Riesendinger. Auf bin ich denn jetzt? Und ich glaube, das hat schon so mit dem Erfolg der Konsole. Hat dazu beigetragen. Halt, stopp, schreibt Nerdy. Need for Speed Underground 2 zum Beispiel auch, aber das habe ich auf dem PC gespielt. Aber genau, das war auch so PS2-Era. Hier, kann ich hier runter oder was? Weil hier unten ist ja noch so ein Ding. Bau den kaputten Baum. Ah, okay. Ah, Shortcut. Hä, mit der Faust? Ach so, Baumfällen steht ja da. Ja, da war mein Popschutz davor. Habe ich nicht lesen können. Und ich, oh Gott, habe ich gesehen, da steht irgendwas. Okay. Nice. Okay, cool. Ah, sehr gut, ja, okay. Das macht es, glaube ich, dann deutlich entspannter, ne? Ja, okay, geil. Dann können wir nämlich direkt von dort aus hier hoch. Wie auch immer ich dann da runterkomme, ich weiß es nicht. So, jetzt geht's erstmal mit den komischen Insektoiden hier weiter. Das war schon wieder geil. Er hat auch geschrieben, hau auf den Baum. Dann mache ich das auch. Dann nehme ich das auch wörtlich. Alter, könnt ihr mal eure komischen Eier da irgendwie weglassen? Das ist ja richtig eklig, Mann. Was ist denn das hier eigentlich? Leichenasche? Was soll das hier sein?
Die Viecher haben es auch faustig hinter den Ohren. Ich sehe das doch. Das war mir klar. Will ich irgendwie nicht sein, das war eklig. Geil, dass es geklappt hat, Timo. Nein, 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 nein. Tschüss. Oh ne, Leute, da ging es runter, da waren überall diese Eier und so, ne? Ah, ich bin der Meister. Oh, ich kann mich wieder nur noch einmal heilen. Frage ist, wenn ich wüsste, wo ich jetzt hin soll, ne? Wenn ich jetzt wüsste, da hinten ist ein Bonfire, da hinten ist Dingsbums. Komm, ich lass mal das Teilding drin, das ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Weil wenn es dann so schön durch alle durchgeht. Lass trotzdem jetzt das erstmal dran. Okay, komm. I can run through this room. Ich weiß nicht. Oh Gott, doch, ich muss laufen. Hier sind viel zu viele. Blutiger Edelstein. Das kriegt man, Bro. Ah, und die Kurve kriegt man. Und das Iframe? Ja, sehr gut. Prost. Jetzt im Bosskampf. Ich hab so viel Seelen. Dann mache ich jetzt erstmal Homeworld bauen. Wenn ich jetzt im Bosskampf lande. Ist es da beim Bonfire, kann es sein? As ashes will be, ever seeking fire. Okay, ne. Komm, jetzt hier. Ich muss den Raum noch ein bisschen durchsuchen. So, ich habe den Homeward Bone schon mal parat. Bin auf ihn hier gekommen. Ja, ja. Ich glaube, hier gibt's nichts mehr, ne? Das sieht ganz cool aus. Gut. Nicht RIP. Ja. Wahrscheinlich danach, wenn ich da reingehe, ja. So. Auf 5000? Oh nee, das ist voll die ungünstige Anzahl. Leute, es gibt bestimmt wieder viel zu viel jetzt. Es gibt bestimmt wieder 10.000. Ah, die ist noch kleiner. Nee, das gibt genau 4.000. Ich glaube, das reicht nicht für ein Level Up. Nee. 700 fehlen mir.
Na gut, komm Leute, wir schnetzeln zwei, drei Leute. Fast die Fina Tode, ja. Die werde ich jetzt bestimmt auch voll machen beim Boss. Genau, ich schnetze jetzt ein, zwei Leute, Level nochmal ab. Und dann geht's da rein, wo es da auch immer reinging. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war schon hier. Ich kann mal ganz kurz gucken. Jetzt ist das Mädchen weg. Oh. Nee, wo ist denn das? Hä? Egal, ich gehe trotzdem jetzt gleich leveln. Hä? Okay. Der Bosskampf wird spannend, da hast du recht. Und hallo, hi, Dreadfire. Bis jetzt bin ich wirklich ganz gut durchgekommen. So. Och nee, Junkchen. So, das reicht mir schon. So. Da muss ich erstmal suchen. Also ich glaube, habe ich jetzt nicht direkt gesehen, wie man da jetzt hinkommt. Hätte ich jetzt eigentlich auch noch da unten hingekonnt, da war ja auch immer noch so ein Bereich. Also mit so einem komischen Gebäude da und irgendwie diesen riesen Rittern da und so. Hätte ich da jetzt auch noch hingekonnt. So, komm, wir machen jetzt nochmal Leben. Ja, eigentlich schon, ne? Mayst thou thy peace discover. So. Also, entweder ist das jetzt in diesem Gebäude oder ganz woanders. Keine Ahnung. Also, das Mädel ist weg. Hier war nur dieser Balkon. Die Stadt habe ich ja eigentlich soweit gemacht. Oh, ist ungefähr. Die fallen 30.000 Leute runter. Ich kriege Seelen. Kann ich das jetzt eigentlich auch nutzen? Das geht auch nicht. Also irgendwas habe ich noch nicht gemacht. So viel steht fest. So, hier höre ich immer Schritte. Aber ich sehe niemanden. Was stand da? Achso, Blutfleck berühren. Ich sehe das manchmal echt durch den Popschutz nicht so. Hä, wo muss ich denn jetzt lang? Wo war das denn? Kannst ja mal runterspringen. Und da sterben. Ich meine, jetzt kann ich es wirklich machen, weil ich verliere keine Seelen. Ah, das war hier. Da, wo ich vorhin die Rede gehalten habe. Stimmt? Nee, war es auch nicht. Hä? Hey, ich bin doch gerollt. Egal. Wo ist denn jetzt dieser Scheiß? Ich wollte mich jetzt irgendwie auch nicht mit dem duellieren. Weil ich ja sozusagen auf dem Weg zum Boss keinen Estus verschwenden wollte. Da saß ja auch irgend so ein Mädel. Achso, dann war das nicht das Mädel, was da immer in der Cutscene, was ich da gesehen habe. Aber stimmt das, was da auf dem Tisch saß und gemalt hat? Ich raff's gar nicht gerade. Sorry, Leute. Kein Plan, wo ich jetzt hin muss.
Achso, hier war ja auch nichts. Ich schreibe aber auch nichts, ne? Ich wollte das schon, dass ich das rausfinde. Ich merke das schon. Von da aus kannst du den Boss versuchen oder das Gebiet erkunden. Und wenn ich nicht weiß, wo der Boss ist, werde ich wahrscheinlich mich erstmal fürs Gebiet entscheiden. Ist ja dann das eine hängt vom anderen ab. Dass ich den Boss noch gar nicht gefunden habe. So, okay, ich gehe da jetzt nochmal hin, wo dieses Schneeding war, wo ich da jetzt runtergefallen bin. So, habe ich mir einen Tod hinzugefügt? Ich glaube ja. Ihr Pimmelmänner, gebt mir mal jetzt am besten nicht auf den Sack. Ah, man nimmt ja auch keinen Fallschaden. Das ist weil man hier schon runterfallen soll. Oh, hallo. Ich weiß, da in die andere Richtung ging es auch noch. Ja, das ist alles so geil. Ist schön, dass du das... Alter. Der denn hier für mich gedacht? Ist auf jeden Fall was für Stärke-Spieler hier, der DLC. Sonderrad. Okay, na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Bin ich ja hier? Ja, hier war ich davon auch schon. Muss ich jetzt hier noch irgendwas machen? Ja, kann ja nur. Moment mal, der Baum. Ich muss irgendwie zu diesem Baum kommen. Und an diesem Baum kann ich da runter. Oh, jetzt muss ich den Weg nochmal gehen, ne, Leute? Bin gerade sehr verwirrt, dass du den Boss nicht findest. Ich bin gerade auch verwirrt. Auch, weil ich den Boss nicht finde. Ich weiß nicht, irgendwie, die Cutscene hat mir, also die Location im Hintergrund in der Cutscene hat mir halt irgendwie gar nichts gesagt. Ich dachte halt, das wäre irgendwie das Gebäude, wo das Bonfire stand. Davor die Bonfire im DLC. Das war ja nur auf dieser Schneewiese und das andere. Das war in dieser Hütte. Das ist dort. Die wollte ich auch nicht. Das ist klar, ne? Was geht denn? Ich habe mich jetzt auch extra nicht geheilt. Okay, Leute, sag mir mal, please, wo der Boss ist. Ich habe jetzt irgendwie ganz keinen Bock zu suchen. Muss ich da jetzt zurück zu dem Dorf? In diese kleine Hütte? Aber da ist ja wie so ein Grab hat sich da nach hinten verschoben. Deswegen, ich habe gar keinen Plan, wo das sein soll. Oder ist das in einem Nicht-DLC-Gebiet? Weil dann... ja, kein Wunder, wenn ich da jetzt nicht drauf komme. Hast du nicht gesagt, dass du vergessen hast, die Brücke zu überqueren? Okay. Okay, okay. Also war ich da schon an dem Ort oder war ich da wirklich noch gar nicht? Die Brücke.
Vielleicht, wenn man den Boss gemacht hat, kann man dann auf den Baum dann da runter? Ich weiß auch nicht. Die Brücken, ne? Aber da war ich da denn doch noch. Doch, doch, hier bin ich noch runtergegangen. Auf den Baum kann ich jetzt schon? Ach, krass. Okay. Ich hasse das, wenn ich dann. Ich suche die ganze Zeit und so, bin eigentlich auch mal so ein Typ, der echt dafür zu haben ist, aber. Wenn man da manchmal irgendwas nicht findet, ist es auch weird. Ich muss über die Hängebrücke. Oh, lol. Die Brücke, die von ganz am Anfang. Ah, da bin ich ja hier runtergerutscht und kam ins Dorf. Dann müsste ich ja zum anderen Bonfire nochmal zurück. Wahrscheinlich kommt man noch zum anderen Bonfire, wenn man über diesen Baum geht. Komm Leute, also bevor ich jetzt zum anderen Bonfire reisen muss, und wir ewig irgendwie bei einem Boss hängen, probiere ich jetzt nochmal zu diesem Baum zu kommen. Ihr könnt mir da auch gerne Tipps geben, weil jetzt bin ich halt schon mal hier und würde jetzt auch hier gerne alles machen und dann können wir in Ruhe uns dem Boss hier widmen. Ach, nicht dein Ernst. Von den Fliegen komme ich zum Baum? Und ich so, ja, der Raum ist jetzt hier fertig. Habe ich alles erkundet. Lol. Das ist ja verrückt. Muss ich den ganzen scheiß Weg ja nochmal gehen. Moment, jetzt muss ich überlegen, wo das war. Bisschen im Tunnel, vielleicht merkt ihr das. Ich meine, wie 30 Jahre immer nur im Tunnel ist. Mann, da wollte ich doch jetzt mal nicht runter. Hallo, ich komme hier nicht weg. Zu diesen scheiß Fliegen nochmal. Ich muss über diesen Baumstamm rüber, ne? Ich lande auch immer auf diesem komischen Vorsprung da. Oh, da oben ist noch ein Item, oder? Oder war das gerade eine Schneeflocke? Nee! Da oben. Was hat das ja, wenn man Dinge übersieht? Alter, jetzt sind wir auch mal gut. Hä, wo geht's denn hier? Wie komme ich denn da hin? Och man, ich hasse sowas. Ah, ich muss hier hoch, genau hier war es. Und hier ist der Baum. Ja. So, und von dem Baum, genau. People run, genau.
Von hier aus komme ich da hin. Alter, krass. Was? Ich weiß gerade irgendwie gar nichts mehr. Ich bin gerade wirklich komplett raus. Ich glaube, ich brauche gleich mal eine Pause. Ich weiß nicht, wo ich war vorhin. Wo ich die Wand da kaputt gemacht habe. Kann mich gerade nicht mehr konzentrieren. Hey, moine, moinsen. Fläschi, schön, dass du da bist. Nico ist am Start. Geil. Kann das jetzt mal aufhören mit diesem scheiß Blutverlust? Please. Danke. Aber stimmt, als ich mich das Vieh gegrabt hat, ne? Alter, schaut mal. Ich hab die doch sonst auch alle gemacht. Wenn ich da runterspringe, sterbe ich bestimmt auch am Fallschaden, oder? Ey, Samstag ist 24 Stunden Nürburgring, ne? Ich kann leider nicht zugucken. Ich hab Spätdienst. Aber waren denn die echten 24 Stunden am Nürburgring schon? Ich glaube, das hätte ich irgendwie mitbekommen. Hungert man auf jeden Fall nicht. Ach man! Geh mal falsch, ey. Warte, ich mach gleich noch Pause. Ich bin irgendwie gerade durch. Bin gerade irgendwie echt komplett raus. So, jetzt komme ich hier wieder zurück. Entschuldigt, das ist gerade irgendwie alles ein bisschen. 12 Stunden Sebring am 27.04. ist 24 Stunden Ausschleife, okay. Und eine da. Achso, und eine Woche danach das echteren. Ah, okay, okay, okay. So, hier hoch. Ist ja noch ein Monat, aber immer so lange rennen, ey, ich finde das so heftig. So, wo war diese scheiß Wand, die ich da jetzt zerrollt habe? Die unsichtbare. Ich bin doch von hier dann irgendwie, konnte ich doch runter. Achso, hier ist ja noch der Eingang. Ich hab's bloß nicht mehr gesehen. Die hätte ich schon geguckt. Ne? Voll komisch, vorhin kam ich irgendwie ganz gut mit den Viechern klar. Jetzt ist ja irgendwie hier gar nichts mehr los. Oh, was treffen die mich jetzt alle? Und jetzt habe ich auch keine Ausdauer mehr. Ja, weil deine Nachricht war, habe ich jetzt gesehen. Boah, das ist aber auch höchst gemein. So. Haben wir es geschafft? Mann, Leute, tut mir leid, ey. Ich bin ein bisschen raus. Ich bin lost. Lohnt sich vielleicht hier der Giftnebel? Ja, nein. Dann bleibt man ja auch wieder stehen in dem Moment. Und das alleine dann kriegt man schon 5 Meile hinter den Löffel. Und dann war es das auch schon wieder. So, jetzt bin ich hier echt am Baum. Vielen Dank, ey. Geil, danke, Leute.
Oh, das ist aber, glaube ich, nicht der richtige Weg. Der scheint hier zu sein. Nee, auch nicht. Hä? Oh Gott. Aber mal ganz kurz, wie geil sieht das dann schon bitte wieder aus? Unten da diese Arena, da, das hat, irgendwie, hat so ein bisschen was von Seth. Oder Seath, keine Ahnung, wie man den Boss nennt. Och nö. Doch kacke. So, von hier dann da. Concentration across the nation. Okay. So, und von hier kann ich darauf. Okay. Wow. Und von hier kann ich dann darauf. Made it! Mit eurer Hilfe, ich danke euch sehr. Oh. Sagst du als Einspieler, kennt diesen Turm? Ich musste auch gerade denken, ist es der Turm von Priscilla? Aus, wie heißt sie hier, farbige Welt der Amelie oder was das da ist? Jeep! Oh, der macht die, Arthas um die Ecke oder meinst du Artorias? Nico? Wie heißt denn diese Welt? Ja, wie heißt sie denn? Bunte Welt von Amaris, glaube ich, ne? War das so? Kommt jetzt hier der Amaris oder was? Oh ne, kommt jetzt hier ein Boss? Leute, das kann nicht der Weg zum Boss sein. Ich meine nicht. Ich bin so confused die ganze Zeit, ey. Von dem Game. Steht so richtig auf dem Schlauch, ihr merkt. Mir ist gar nicht so viel anzufangen. So hieß die Welt, ja, genau. Jetzt kann ich von hier einfach da runter? Nein. Ich dachte erstmal, man kann das auch vielleicht so drehen oder so, wie in DS1. Kann ich von hier irgendwo hin? Ist alles so hoch. Was bringt mir das denn jetzt hier? Glut wird benötigt, steht hier. Rückzug, sozusagen verdammt teuer. Ich will was machen. Steht hier irgendwie rum und ist unsichtbar, weil die ist ja auch unsichtbar gewesen damals. Drück mal A die ganze Zeit irgendwie, vielleicht quatscht mal die an oder so. Vielleicht steht die hier rum und hau mal so ein bisschen hier irgendwie in die Gegend rum. Lies doch noch meine Nachricht. Ja, die Nachrichten sind ja meist immer so halbwegs, nenne ich sie wirklich hilfreich. Weil das immer nur aus zusammengesetzten Bausteinen geschrieben werden kann. Und deswegen, in dem Sinne jetzt kein richtiger Spieletipp. Oh, war da was? Nee, ne?
Ich lasse mich jetzt hier sonst fallen, aber ich glaube, das ist scheiße. Nee, man kann hier safe auch irgendwie hoch. Oh nee, ich will mich hier nicht freien lassen, dann muss ich alles normal machen. Habe ich denn irgendein Item oder was? Aber ich habe eigentlich auch nichts eingesammelt, ne? Diese Pyromantieflamme habe ich gerade eingesammelt. Das war es aber auch. Ich habe diese geile Fackel eingesammelt. Bin etwas verwirrt, weil eigentlich einer spawnen sollte. Oh, toll, okay. Glaube aber, du hast einen Zwischenboss geskippt, deswegen kommt er eventuell nicht. Bin mir aber nicht sicher. LOL, okay. Das heißt, ich kann hier runter einfach ohne zu sterben, oder habe ich jetzt den ganzen Weg umsonst gemacht? Ja, dann würde ich jetzt einfach sagen, Geronimo, oder? Keine Ahnung. Da kam jetzt ein Boss. Also hätte ich da anders hingemusst. Habt ihr gesehen, da war eine Bossanzeige. Oh Leute, ich hole mir Schokolade ganz kurz. Ich glaube, sonst überstehe ich das hier nicht. So, was ist denn das hier mit dem Controller? Alter. So. Kabel sind manchmal schon echt lästig, ne? Genau. Kleine Schoki-Pause. Sind alte Dominosteine von Weihnachten. Hat nichts anderes da. Ich brauche irgendwie Süßkram. So Leute, bevor wir jetzt hier uns komplett verrennen. Weil langsam geht mir das auch ein bisschen auf den Sack, gebe ich offen zu, dass ich hier nur rumeier die ganze Zeit. Muss ich da jetzt auch irgendwie anders runterkommen? Bestimmt schon, ne? Weil als ich da unten war, da fing ja auch irgend so ein Bosskampf an. Also ich habe jetzt schon auch keinen Bock, da irgendwie fünfmal lang zu laufen. Deswegen soll ich diesen Weg nochmal gehen? Lohnt das? Oder weil da jetzt irgendwie nichts gespawnt ist, brauche ich da vielleicht gar nicht nochmal hin? Über einen ganz anderen Weg, ja, aber... Komme es von hier nicht hin. Okay. Also. Gut, okay. Dann war das jetzt quasi das. Ist abgeschlossen und dann kann ich auf einem anderen Weg da diesen Boss machen, der dann da unten lauert. Hm. So, dann lassen wir jetzt diesen anderen Boss suchen. So. Okay, dann gehe ich jetzt von hier zu dem anderen Bonfire. Dann haben wir jetzt hier erstmal alles gemacht. Und dann reise ich zu... dem hier. Seilbrückenhöhe, genau. Die Hängebrücke ist nicht nur ein Weg, okay. Ey, wie viel Wege es immer gibt. Das ist so verrückt. So krass. Ich bin schon richtig gespannt, wie sie das in Elden Ring lösen.
Ist das so wie bei Volnir, dass man die kaputt machen kann? Ups. Beste Kamera. Weil schaut mal, da ist auch ein Weg. Und wo ein Weg ist, auch ein Ziel. Ah ne, da ist aber auch eine Leiter. Das war, achso, das war der andere Weg ins Dorf runter. Funktioniert als mehrere Wege. Okay. Ah, okay, die kann man kaputt machen. Frage ist, wo komme ich da hin? Dann. Aha. Ah, okay. Muss ich anders machen, aber dann kann man bestimmt hier unten auch hin. Oh nein, die will jetzt nicht den 400. Tod so sterben. Habe ich keinen Bock drauf. Fuck. Ist das besser, wenn ich das hier schon mache? Ich glaube nicht, oder? Ah, doch! Ja, okay. Gut! So, danke Dreadfire. Geil. Das mit den Kabeln ist aber heute auch hier schlimm. Eisblauer Moosklumpen, okay. Das werden wir bestimmt gebrauchen können. Ah, jetzt bin ich auch wieder auf dem Baum. Und jetzt konnte man bestimmt auch von da hin zu dem Boss. Hallo. Oh, das war dumm. Tschüss, ich gehe dann. Sie waren nett, aber irgendwann ist auch Schluss. Ne? Irgendwann ist auch mal gut. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwo ein Item übersehen habe. Bestimmt. Das war ein bisschen Glück auch gerade. Alter, Riesenschritte. Ist das über mir? Ja! Hallo. Hallo. So, weiter geht's, weiter geht's. Alter, jetzt hört mal auf mit eurem Scheiß. Feuer versenkt. Blut, sehr gut. Hätte ich brauchen können. Okay, jetzt irgendwie einen Weg darunter finden, um Himmels willen. Nicht.
Jetzt kommt der Boss hier, oder was? Oh. Und jetzt muss ich noch einen Boss machen. Alter. Den muss ich mir mal wieder richtig hinsetzen hier, Leute. Da ist ein Bonfire. Es wäre so geil, wenn man auf dem Weg dann irgendwie so im Eis eingebrochen wäre. Und das Game so, oh, fuck you. Hast gedacht, Mann. Nee, ist eine Krabbe? Ach, come on. Hakenschaden, ja, das war so klar. Also wirklich, das ist halt echt mit meinem Hassgegner. Die Krabbendinger, Alter. Das ist so dumm. Und bitte lass mich da jetzt. Ja, spawnen. Oh Gott. Gerade eingefallen, ich habe da nicht dran gerastet, aber es hat gereicht. Gut, dann gehe ich da jetzt erstmal nicht hin. Aber jetzt schießt er natürlich wieder mit den Pfeilen. Ne? Ah, und dann kann man hier zum Boss. Okay. Wasserkammer-Pizza ist die Pizza. Pizza! Tadeus! Hier ist einfach die ganze Folge. Leute, ich hab's geschafft. Geil. Warum gibt mir eine Minute? Oh, Mr. Krabs. Ah, hier sind wieder Bäume. Bäumiske. Bäumiske, Bäumiske. Alter, ist hier gerade so ein Speer gelandet, neben mir. Oh mein Gott, sehr gut. Die Penner, Alter. Was haben die für eine Range, Mann? Liegt hier ein Item oder so? Nee, ne? Okay. Das sieht ja alles so cool aus. Ich mag das ja, dass... Warum ist der DLC voll von so einen Ecken? Und warum heult die? Aua. Ey. Oh, der bewegt sich. Was? Was ist mit dir ab, Alter? Ich frag mich ja die ganze Zeit, warum man hier irgendwie so Eiszauber kriegt. Weil die bringen mir bestimmt hier relativ wenig. Also im DLC nämlich. Oh nein, what? Hä? Was ist denn das jetzt für eine Verarsche?
Geh mal jetzt pieseln, ey. Wird die Krabbe mein 400er tot? Aber ey. Wie gesagt, also kann mich da nur nochmal wiederholen, finde es immer sehr geil, dass die DLCs immer alle so ein bisschen so ein Thema haben. Also Bloodborne ja schon, da hat man viele Arcane-Waffen gefunden, viele Zauber, viele Gems, die mit Arcane skalieren. Die Waffe von Orphan of Course war komplett Arcane-only, sag schon, skaliert. Und hier hat man so ein bisschen auch dieses Eis-Thema und so, das finde ich irgendwie ziemlich geil. Bei Dark Souls 1 war das auch so ein bisschen lore-mäßig, fand ich ganz geil, dass man da gegen Artorias auch gekämpft hat. Also irgendwie die DLCs bisher immer sehr geil. Weiß nicht, wie es in DS2 ist. Naja, ich hole mir jetzt meinen 400 zum Tod, Leute. Wir machen jetzt den Boss hier. So. Ab geht der Peter. Achso. Fuck. Nee, bevor wir das machen. Eine kleine Sache noch. Der Zauber, ne? Ich glaube ja nicht, dass der mir was bringt. Fürs Main Game halt. Wenn du den DLC vielleicht früh machst, Speedrun oder so, kannst du den woanders bestimmt ganz gut nutzen. Erzeugt eine Wolke beinahe gefrorenen Nebels. Der junge Zauberer Sullivan. Oh, krass. Das ist der Boss, gegen den wir gekämpft haben. Ließ diesen Zauber zurück, bevor er die gemalte Welt verließ. Erzeugt eine Wolke beinahe gefrorenen Nebels. Sullivan wurde in dem Gemälde geboren und aufgezogen. Doch da ihm das Gefühl des Verlusts fremd war, besaß seine kalte Heimat keine große Bedeutung für ihn. Krass. Der langweiligste Dark Souls Boss kommt gleich. Ich meine, Pinwheel. Aber war fast klar, dass der Boss jetzt vielleicht nicht die mega harte Nummer ist. Nach dem Gang hier runter. Das ist so ein bisschen wie mein Nebel, ne? Den ich habe, ne? Nur, dass das halt aus Frost ist. Und jetzt nochmal lore-technisch. Ihr seid ja alle so ein bisschen mehr drin ja auch als ich. Ah, schaut mal, da oben ist die Hängebrücke. Ist ja geil. Das heißt, hier ist auch die gemalte Welt von Amaris? Ah, ja, hieß so, ne? Weil als ich über die Hängebrücke gegangen bin und diesen Turm gesehen habe, die man so hoch geht, sah das auch original aus wie in DS1, der Beginn von diesem Gebiet. Also, ja, die Gebiete hängen ja viel zusammen. Hier ist ja viel, Dark Souls 1 und Dark Souls 3 gekoppelt. Könnt ihr mal sagen, ob da irgendwie was mit zusammenhängt. Und Sullivan kommt wohl auch aus dieser gemalten Welt. Sehr interesting. So, Leute, und den Boss mache ich jetzt. Gespannt. Nicht von Ariamis. Achso, eine andere Welt. Es gibt einen Zusammenhang. Ah, cool. Also nicht die gleiche, aber es gibt einen Zusammenhang. Okay. So, hier bin ich vorhin runtergeklatscht. Oh nee, das ist ein Wolf. Oh, komm. Oh nö, Alter, Leute, ich verkacke hier instant. Das ist der Zauberer einfach scheiße. Wie lange braucht sie denn für ihr magisches Schild da, ey? Latsch mal schon rein, Kollege. What?
What? Ist er gerade ausgewichen? Okay, linke Bursche, beste. Weil ich kann jetzt nicht den Chat lesen. Okay, ihr habt auch nichts geschrieben. Ey! Ja, trotzdem. Oh, ich häng fest. Oh nein! Nicht dein Ernst. Komm, ich mach den jetzt so. Okay, was? Schnell! Nein! Lass mich am Leben! Ich hätte nicht gedacht, dass da noch so ein Wolf kommt. Ich hab mich, ja, krass, okay. Da muss ich den, 400, da muss ich den jetzt schnell dezimieren. Ich weiß nicht, ob der Wolf irgendwann einfach automatisch kommt, wenn er halt so und so wenig Leben nur noch hat. Oder ob der einfach irgendwie nach einer gewissen Zeit spawnt. Erinnere mich gerade auch an die Hexe von Hemrick. Oder so ein bisschen so Four Kings und so. Denk an deine Glut. Ach, ich will, ja. Werd nicht immer gleich Glut verschwenden, weißt du? Wenn ich so an Friede und so denke, da werde ich noch genug Glut brauchen. Das geht mir so auf den Sack, dass er da nicht trifft. Echt. Ich hab da gar nicht angegriffen. Warum war das jetzt wie so ein Parry? Was ist das für ein Schwachsinn? Okay, ich bleib einfach im Fernkampf. Das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Ich überlege, ob ich noch ein bisschen bessere Rüstung anziehe, weil ich ja quasi nur physischen Schaden erleide irgendwie. Ah, die ist ja noch ein bisschen besser, ne? Weil jetzt, ich brauche jetzt ja nicht wirklich Magie oder Feuerresistenz. Gut, okay, er hat dann am Ende da so ein bisschen gezaubert. Aber ich glaube, das macht den Co. jetzt nicht fett. Und von dem Riesenwolf, da darf ich mich da nicht irritieren lassen. Der bringt natürlich mega viel Hektik rein, aber... Schlimmer, wenn man da einen Panic braucht oder sowas. Mal gucken, ob ich den mit dem Dings. Der Ausweichskollege. Nein! Richtig geil Schaden. Oh, Mana. Jetzt kommt der Wolf, okay. Peter und der Wolf.
Wo ist er? Oh Gott. What the fuck? Och man. Okay, also der Spawn, ich glaube immer nach einer gewissen Zeit, oder? Weil ich vorhin hatte ich den ja schon fast down. Da kam der ja der erste Wolf. Ja, wie immer, der erste Try war so ein bisschen der beste und jetzt weiß ich nicht so richtig, wie ich den Boss machen soll. Ich glaube, da ist man als Ritter auch schon krass im Vorteil, weil man einfach auch viel Schaden wegstecken kann. YouTube, Stunde 6 sind wir dabei. Also ich würde die wieder so anderthalb Stunden machen, Stunde 40. Ich glaube, dann ist für den Stream halt auch erstmal Schluss. Also ein bisschen mache ich noch, keine Angst, aber... So, komm, erstmal die kleinen Dragons hier. Na, wieder eine Wolf dahin. Mann, ey. Muss auch mal treffen, ey. Oh, was soll dieses Rumgerinne? Das ist ja ausweicht halt total kacke für mich. Ja. Er muss quasi tot sein, wenn der große Wolf kommt. Das ist echt so ein bisschen Worst Case gerade. Alter, bitte treff doch mal! Ey, ist ja wie PvE-Kampf hier. Ja, erste Stunde 9, ja. Kommt bei ihm wahrscheinlich schon länger vor. Alter, es ist aber auch, meinst du, das RNG komplett kacke? Das gibt's doch gar nicht! What the fuck? Das war wieder der dritte Treffer, den ich gelandet habe. Ja, wollte ich doch einfach immer auslappen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann der denn da instant wieder wegrollen? Jetzt trifft er mich. Ja, das war klar. Was hat er denn gerufen? Ey, wirklich, bitte, wirst du einmal treffen? Ich raste echt aus. Was soll ich denn da jetzt machen? Ja, PvP wollte ich sagen, meine Fresse. Ach, jetzt sind meine Seelen auch weg, scheiße. Oh, der Bosskampf ist total behindert. Ohne Scheiß, wenn ich die Hälfte meiner Dinger getroffen hätte, dann wäre dieser komische Knilch da schon lange weg. Überlege, ob ich vielleicht gerade so ein Magieschwert oder sowas reinmachen soll. Weil im Prinzip diesen Nebel kann ich ja komplett sein lassen. Ob man das hier, obwohl das auch immer relativ lange zum Casten braucht. Dunkel, die habe ich ja auch noch nie probiert, diese Dunkelklinge da. Komm, das Schild, das machen wir einfach auch mal raus. Ja. Und wir machen, genau, ich mach das einfach noch rein.
Dann haben wir die zwei verschiedenen Schwerter. Ich weiß jetzt nicht, welches da am meisten Schaden macht. Das muss ich mich dann durchprobieren. Ja, und den einen Fall, den ich gemacht habe, da im Nahkampf, da hat er mich ja so ganz komisch in so einer Animation dann gekillt. Wo er mich da gefühlt wie geparried hatte, aber ich habe halt einen gar nicht angegriffen, deswegen kein Plan. Der ist halt flink wie nix, ne? Probiere ich das mal. Komm, wir machen erstmal die Dunkelklinge. Okay. Ah, das geht schon. Das ist aber jetzt auch nicht überragend. Guck mal, wenn du hier noch einmal ausweist, ne? Dann aus. Jetzt weicht er sogar dem Verteidigen aus. Okay, das ist ganz gut. Ah, ich glaube, hier kann ich ein bisschen geschützter auch vor dem Wolf kämpfen. Kann das sein? Wenn ich dann draußen in dieser riesen Arena da bin. Okay. Ohne Flachs. Er ist tot. Er ist da komplett behindert. Der Boss ist irgendwie nicht cool, der ist irgendwie nervig. Vielleicht den kann man auch voll wegparieren, aber das kann ich mit meinem Schild leider nicht machen. Aber in der Verteidigung ist das beste Schild, was ich habe. Das mit dem Seelengroßschwert hat jetzt ganz gut funktioniert eigentlich. Da habe ich ihn wirklich konsequent irgendwie hitten können. Koordinierte Scheiße. Nee, das ist mir klar, dass es nicht der schwierigste Boss im ersten DLC ist. Aber manche Bosse sind halt einfach so ein bisschen nervig. Oh! Hatte ich ihm gerade irgendwie seine Ausdauer runter oder sowas? Wir machen lieber die Safe-Variante hier. Ja, wir dürfen mal nicht so lange zum Casten bräuchte. Hey, warum mache ich jetzt nur 155 Schaden? Weil er jetzt sein Schild mal oben hat, ne? Wir besiegen. Wie oft machst du das denn jetzt noch? Himmelmann, ey. Nein! Okay. Habe ich nicht mehr alle. Wird
bitte ohne stören. Aber ich hab den Ding schon mal besiegt. Heldenknochen. Das war aber allerletzte Rille, Leute. Alter Schwede. Easy. GG. Ja, vielen Dank. Ah, hier Excalibur oder was? Ist hier los? Ah, geil. Gut, mein Bonfire ist ja eigentlich gleich da drüben. Gibt's jetzt hier noch was? Ach nee, jetzt haben sie da hinten Bonfire gemacht, okay. Ja, Damage sei Dank, ne? Zoltzbier war halt richtig krank. Die mir irgendwie 700 Schaden gedrückt oder so. Krass, ne? Habe ich es einmal geschafft, den einen zu besiegen, dann war das auch kein Problem. Aber zu zweit waren die halt super nervig. So. Ich reise jetzt tatsächlich nochmal kurz dahin. Und plätte nochmal noch ein paar Gegner. Dann level ich nochmal hoch. Weil es reicht ja noch nicht ganz für ein Level. Und dann gucken wir mal, was die andere Möglichkeit uns bietet. Ah, hier steht ja gemalte Welt von Arandiel oder sowas. Was? Ja, verstehe schon, was du meinst, Bloodfire. Kann halt nicht jeder Boss irgendwie so ein Ludwig sein oder so. Aber das gibt's ja immer mal wieder. Bosse, die so ein bisschen so, ich sag jetzt mal so, Hüller sind. Also wie gesagt, so Pinwheel oder sowas, ne? Das war jetzt ja auch nie ein krasser Boss. Oder irgendwie eine Hydra, die, also ist ja in dem Sinne kein richtiger Boss, aber die so ein bisschen Füllmaterial vielleicht sein kann. Oder Bloodborne DLC, da gab es auch diese komischen blauen Alien-Viecher zum Beispiel, die waren ja irgendwie, die, wo auch ganz viele von denen gespawnt sind. In diesem Sonnenblumenfeld, das war auch so also ein bisschen so, naja, okay. Das kam ja sogar in einer anderen Variante sogar nochmal wieder. Dann Rom aus Bloodborne war ja irgendwie auch so, weiß ich, in Dark Souls 1 gab es das eher nicht so. Boss Nummer 1 im DLC abgeschlossen. Stimmt. Ja, also das, genau, das gibt's halt immer mal wieder. So. Ah, ja, okay, es ist hier. Und hier war ich auch noch nicht, deswegen habe ich vorhin auch diesen Weg nicht gefunden. Gut, das mit den Gemälden ist ja geil. Und was stand da? Sullivan ist aus dem Gemälde entstanden, oder was stand da in dieser Lore zu dem Zauber? Das können wir nochmal ganz kurz angucken hier. Sullivan wurde in dem Gemälde geboren und aufgezogen, doch da ihm das Gefühl des Verlusts fremd war, besaß er kein großes Gefühl für seine kalte Heimat. Okay. Ah, hier kann man die wen summonen. Okay. Guten Tag. Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frida. I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn. But forlorn thou seemest not, Ashen One. I know not the missteps which led thee to this painted world. But thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. I presume it visible to thee. The bonfire here. Krass. In this room. Krass, dass sie das so sagt. A meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless.
Okay, geil, Leute. Ist hier eine Leiter? Ah. Ich würde gerne noch ein paar Leute blätten. Timo sagt nicht spoilern. Sie ist Friede. Ihr habt doch die ganze Zeit gesagt, der Boss ist Friede. Aber wie gesagt, genau, nicht spoilern. Ah, krass. Was ist denn geiles Raumdingsbums? Ah, das ist doch sie von dem Tisch. Achso, ich meine wegen Bloodborne. Achso. Sorry. Ja, aber so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Nee, ist das da Blut? Alter, die Haare. Thou art Ash. Thou hast a pact made with Uncle Gale. So I wish to tell thee all. Behold its size. This is my canvas. It's to be a cold, dark and very gentle place. But first, I must see flame. I wish to paint a picture of a cold, dark and very gentle place. One day, it will make someone a goodly home. That's why I must see flame. Hey, okay, okay, hat sie noch was zu sagen? I wish to pick up one. Okay, okay. Leute, ich glaube, ich habe nur so eine Riesenseele in meinem Inventar. Ach nee, okay, ich habe auch kleinere. Oh, das ist gut. Weil ich dachte, sonst haut er mir jetzt 10.000 Seelen da rein. Sie ist Friede. Und sie sagt mir, ich soll verschwinden. Sollten wir dem doch eigentlich Folge leisten, oder? Wie das halt immer so ist in Dark Souls. Ach Mann, warum gehe ich zu dir? Nein, ich muss doch erst dingsen und so. Ach, 1000 Klopper, ey. Very well, then take no. Mayst thou thy peace. Ich gehe da jetzt einfach in diesen Raum. Ich lasse die da jetzt am Leben. Und das war auch so dieses Mädel da oben mit dem Gemälde, die hat gesagt, wir haben einen Pakt mit ihrem Onkel abgeschlossen. Das habe ich mir auch nicht ganz gecheckt. Ist das vielleicht irgendwas mit dem Intro des Spiels gewesen? Oh, okay. Oh, wartet, Leute. Oder? Überlegt, ob ich wieder so einen Nebel reinmache. Ich lasse das erstmal so jetzt. What stalks thine ears? Please, my foil, right away. Ist das noch ein Lord-Wessel? Das ist ein Schlangenkörper, irgendwas. Alles sehr spooky hier und mysteriös. Okay. Oh, die Wände gehen ja noch weiter links und rechts. Das kann sich hier öffnen. Oh, Leute. That's gonna be a big arena. I know it. Hä? Was ist denn da?
Fret not, Father. We have no need of thy flail. Tis only the flame quivering at misguided ash. Please, avert thine eyes. I would snuff out these ashes for good. Sensenmutti. Schwester Friede, okay. So, das ist der Teufel, von dem alle gesprochen haben. Jetzt geht's also los. Alter, Schaden ist aber gut. Oh! Bin so schön weggerollt. Hä? Oh nö. Vereier mich mal nicht, ne? Ach komm! So, das war es auf jeden Fall noch nicht. Dafür ist sie zu einfach. Yo, Cyberente! Schön, dass du da bist. Kannst ein bisschen bei Dark Souls hier mal mit zugucken. Hier ist die richtige Pit-Action. Leute, das ist King GG. Zeig euch gleich. Ich kenne das doch alles so gut. Friede First Try. Also, Friede voller Eierkuchen wäre dann auf jeden Fall, ey. Ah, oh Gott. Ja, Ente, ich mache wohl einer gerade der schwierigsten Bosse hier so in dem Game. Mal gucken, was jetzt alles hier noch so passiert. Achso, jetzt kämpfen wir gegen den Vater. Ah. Meine Friede, du hast sie getötet. Ja, ist ja absolut gesagt, dahinter sind auch Wände. Platz für eine große Arena. Okay, erst Eis, jetzt Feuer. Oh, bitte sag mir nicht, dass man am Anfang die Tante da immer machen muss. Da kotzt sie ja richtig ins Essen, ne? Wie geht's euch? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Das ist ja der letzte Osterstream. Also der letzte Stream vor Ostern. Wo ich dann arbeiten muss. Und noch geht's mir gut, weil mal gucken, wie der Kampf hier so wird in Zukunft. Hey, jetzt steht die wieder auf. Oh ne, jetzt sind es auch wieder zwei. Och ne. Ey, Katzen ist schon geil, das stimmt. Ja. Ja, und das kenne ich jetzt eher mal so aus irgendwelchen YouTube-Schnipseln dieser Arena hier. Geil!
Alter, wie schnell erfriert man? Fuck, ich hab das nicht im Inventar, ne? Ja, was macht sie? Ey, bleib mal weg, Opa, da rechts hier mit deiner Scheiße da. Deine Teetasse kannst du ja woanders hinstellen. Jetzt echt gemacht? Nein! Oh Mädel, du treibst mich in den Wahnsinn. Leute, ich kann mich nicht mehr heilen. Okay, krass. Oh, Scheiße. Genau, jetzt macht sie das nochmal. Genau. Ist klar. Schade, ey. Ich dachte gerade ganz kurz, ich hab's First Try geschafft. Das wäre komplett sick gewesen. Oh, am ersten Try da hingekommen ist natürlich nicht schlecht. Frostbissring. Okay, das ist aber nett. Okay, komm, das ist nett. Mach ich den rein? Nicht kacke, ne? Ah, ne, können wir nicht machen. Es gibt nichts gegen Kälte, doch. Hier. Cyber Enter ist immer auf Alk aus. Ne, ich habe keinen Alkohol da. Ich trinke hier nur Wasser heute. So, okay, Leute. Einen Try machen wir mal noch. Und dann, ja, dann mache ich Schluss für heute, weil... Er war krass, war gut gerade, glaube ich. Schade, dann spare ich noch. Du kannst ruhig was trinken, du. Also, da lass dich mal von mir nicht abhalten. Chris Assaultspear ist schon ganz gut. Ach so, wegen Trinken anlösen. Ja, okay. Stimmt, das hast du mal ganz gerne gemacht. Nee, Soulspear war schon okay. Ja, okay, es war klar, dass man alles machen muss. Okay, das ist ja komplett assi. Das war wirklich komplett assi. Ich hasse wirklich Bosse, die drei Phasen haben. Das ist ja wirklich eklig. Ich wette, es gibt irgend so ein Cheese, dass man, Nein! Ich bin noch gerollt, Mann! Alter, der Schaden! Ja, das ist halt... Es kann natürlich nicht... das lassen wir jetzt mal nicht als Try. Komm. Ich glaube, davor habe ich nicht geklickt. Deswegen jetzt mal zwei Tode hintereinander. Das war natürlich klar, dass der nächste Try, wieder nicht ganz so, gut wie der erste, aber... Dafür, dass ihr die mir so angepriesen habt und ich ganz kurz dachte, okay, ich mache die jetzt wirklich First Try, muss mir so ein bisschen auf die Schulter klopfen.
Die zweite Phase geht dann eigentlich, weil dann ist ja der Vater dabei. Und wenn man den hittet, dann kriegt sie auch Schaden. Und der ist ja wirklich sehr langsam. Und der hat mich im Kampf quasi auch gar nicht gestört. Hier darf ich mich halt nicht hitten lassen. Das ist halt wirklich alles, was du in der Phase hier an Schaden kriegst, ist im Late Game dann einfach kacke. Höhere Schritte. Ist eigentlich ganz witzig mit Priscilla, weil das ist ja hier auch so ein bisschen so. Ach Mensch, Mädel. Wie macht man das am besten? Es ist aktuell noch ein bisschen mehr Glück als Verstand, dass ich das mal ausweiche. Mit dem Angriff ausweiche. Das stellt mich hier auf eine harte Probe. Als Schwerkampf ist die zweite Phase hart assi, okay. Das Gefühl geheult, als die dritte losging. Das glaube ich dir. Ich dachte mal, wow, auch gerade so. Ach komm, Leute, das war gerade so gut und souverän von mir. Wie hat man Priscilla gesehen? Ja, mit den Fußtapfen im Schnee. Okay, das. Ich hab's mir selber. Ich hab's selber gelöst. Könnte man mir eher so auch machen. Leute, Leute, Leute. Aber hier macht sie sich jetzt nicht unsichtbar. Ne? Wow. Alter. Okay, ich mach dem Vater auch viel mehr Schaden. Oh, ich darf bloß nicht reinrennen. Ich dachte, ich kann runter durchrollen. Bitte nicht sterben! Nein, schieß doch nicht vorbei! Oh Gott, ich sehe gar nichts. Ich sehe. Oh Leute, der Kampf macht Bock. Einen Try machen wir noch. Wann kommt wieder Apex? Das ist eine gute Frage. Also ich habe letztens mal eine Runde Apex gespielt. Aber gebe offen zu, schon lange nicht mehr gespielt zu haben. Ist aktuell nicht so meins. Vielleicht, wenn ich Dark Souls 3 habe. Dann wollte ich noch ein anderes Spiel hier Let's Play auf dem Kanal. Aber das geht auch nicht so lange. Und dann könnte man das vielleicht immer mal wieder einschieben, wenn ich so ein bisschen Bock habe. Aber aktuell muss ich ganz ehrlich gestehen, kickt mich Apex gerade nicht so richtig. Und ja, deswegen Dark Souls und Bloodborne ist gerade so ein bisschen so mehr meins. Ich habe mir tatsächlich ganz kurz überlegt, ob ich mir Warzone runterlade, weil ich das mal ausprobieren wollte. Mehr Damage. Auf ihre Fuß Dingse achten, aber ich sehe sie nicht. Ach man. Okay, Leute, komm, bevor ich jetzt noch fünfmal sage, wird hier noch ein Try. Okay, ist egal.
Geil, aber ich bin motiviert. Also das ist wirklich ein Kampf, der macht richtig Spaß. Das ist richtig geil. Ohne Scheiß. Timo, ich will dich jetzt nicht spoilern bei Bloodborne, aber da gibt es auch einen Kampf, der für mich einer der geilsten Bosskämpfe überhaupt war. Doch, auch wenn der drei Phasen hat und der wird mich bestimmt auch noch im nächsten Stream, werde ich bestimmt nicht so geil spielen wie jetzt. Eigentlich müsste ich jetzt fast weitermachen. Da wird er mich bestimmt auch zur Weißblut treiben, aber ich finde den Kampf richtig geil. Ich finde, das Boss-Design ist richtig komplett sick. Richtig geil. Ich mache auch guten Schaden, was mich motiviert. Weil, weißt du, wenn du so dem Boss immer so gar keinen Schaden drückst und du quälst dich da dann so durch, muss ich ja sagen, bin ich so ein bisschen auf der Noob-Schiene. Hauptsache Damage. Immer DPS, immer schön rauskloppen, komplett OP sein. Also nicht, dass es dann zu einfach wird, aber, ich brauche dann aber schon so ein bisschen dieses, das gibt mir auch irgendwie was, ne? Wenn ich sehe, wie die Leben so runterschmilzen in so großen Zahlen, dann finde ich das auch geil. Ah, und ich sehe, der Typ, der da gerade langläuft, der hat so eine Rüstung an. Leute, wir haben verschiedene Rüstungen gefunden. Das vergesse ich auf jeden Fall. Zukunftsdieber wird da nicht mal dran denken. Deswegen gucke ich mir die nochmal ganz kurz an. Und, okay, die hat jetzt, die hat auch nicht weniger gegen Kate, aber mehr gegen Physis. Nee, und deswegen glaube ich, dass mir der Bosskampf auch trotzdem Spaß machen wird. Und das wird hoffentlich aus dem Bosskampf sein, wo ich sage, geil, dass ich es geschafft habe. Das war eine richtig gute Nummer. Das ist ein richtig cooler, typischer Dark Souls-Boss. Er sieht nice aus. So. Oh, schaut mal hier. Das ist gar nicht schlecht. Ah, Physis ist halt ein bisschen kacke. Ah, und das haben wir, glaube ich, genommen, ne? Den Schattenkram. Oh, schaut mal. Das ist ja per se gar nicht mehr so schlecht hier. Obwohl mir die Kälte gar nicht so viel Schaden gemacht hat. Jo, Cyberente. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich streame eigentlich so einmal die Woche. Morgen streamt ja auch Kairi wieder. Wenn du Bock hast, schau vorbei. Du weißt, wir sind immer online. Und ja, das war so ein bisschen das richtige Stichwort. Ich raste hier nochmal am Bonfire. Und achso, wir müssen ja so eh raus. Dann können wir das auch so machen. So, okay, machen wir so. Leute, sagt mal alle ciao YouTube. Haut rein, die kleinen Stinkies, ey. Bin auf jeden Fall sehr, sehr motiviert für die nächste Aufnahme. Weil, wie gesagt, ich habe richtig Lust, das wird geil. Ich habe richtig, richtig, richtig Spaß hierbei. Gerade mit euch mal zusammen im Stream ist wirklich total cool. Und, ja. Bis dann, Leute, bis dann YouTube. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Piehie.